welcome to tonight's match. United States versus Germany. Starting lineup for the USA. Number one, Tim Howard. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Von uns kriegen Sie alle nötigen Informationen. Frank Buschmann und Manny Breukmann an den Mikrofon. Eine fantastische Atmosphäre hier im Stadion. Die Fans freuen sich auf diese Begegnung und die Spieler sind natürlich auch gespannt, wer die taktischen Marschrouten des jeweiligen Trainers besser umsetzen kann. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Mit dem Kopf. Der musste einfach passen. Eieieiei, war das eng. Hummels. Schweinsteiger am Ball. Das sieht gut aus. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. So sieht ein Pass aus. Sicher in der Ballbehandlung. Ein Pass wie aus dem... Guck mal hin! Und weit ist drin! Was für ein Vorbild. Jetzt macht der Mannschaftskapitän höchst selbst ein Tor. Und ein schönes noch dazu, Manni. Also das war ja zum mit der Zunge schnalzen, das Ding. Ah, da sieht der Keeper unglücklich aus. Ja, ja, also sieht man ganz deutlich. Genau vor die Füße des Stürmers. Und er macht das Ding natürlich rein. Dempsey. Philipp Lahm. Jetzt greift er ihn an. Da können Sie jetzt einen Konter draus machen. Das lief ja ganz gut, aber jetzt ist die Kontermöglichkeit vorbei. Und das macht er richtig gut. Der geht neben das Tor. Bradley. Schöner Pass. Ja! Da stand die falsche Adresse drauf auf der Flanke. Der Gegner hat den Ball. Ja, so kann es weitergehen. Oh! Und der Abwehrspieler ist genau zur Stelle bei dieser Flanke. Schweinsteiger am Ball. Ein wunderschönes Zuspiel. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ein sehr schöner Pass. Tolle Flanke. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Jetzt sind, den haben sie gut eingestiehlt, den Konter, aber perdu. Miro Klose. Das ist ein sehr schönes Passspiel, das die Fans hier zu sehen bekommen. Philipp Lahm. Stark gemacht. Er hat den Ball sofort verarbeitet und er trifft. Mit dem Schuss aus dem Winkel kann er im Zirkus als Kunstschützer auftreten. Also das ist schon unglaublich, wie er das Ding aus diesem Winkel reinmacht. Dempsey. Bradley. Dempsey. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training.
Ein Traumpass. Und jetzt! Hummels. Philipp Lahm. Er muss schnell entscheiden und er entscheidet Vorteil. Und er entscheidet richtig. Schweinsteiger am Ball. Lahm. Fehlpass von Philipp Lahm. Schweinsteiger am Ball. Ja, da hilft ein Mannschaftskamerad aus. Miro Klose. Ja, da geht er resolut dazwischen. So muss man das machen. Jones. Da freut sich der Trainer. Abgefangen dieser Ball von Mesut Özil. Miro Klose. Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Mesut Özil jetzt. Khedira. Ja, das ist nicht nur Teamwork. Das ist auch die Souveränität der Einzelspieler. Mit all seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er da. Es muss Einwurf geben. Khedira. Und der kommt genau an. Der könnte passen. Alle Achtung gegen diesen harten Schuss. Eine klasse Parade. Eckball. Können die da was draus machen? Souverän ist anders, aber immerhin geklärt. Das sieht gut aus. So sieht ein Pass aus. Ja, da geht er auf Nummer sicher, greift zur Faustabwehr. Sicher in der Ballbehandlung. Und das macht er richtig gut. Oh, das Bällchen ist noch heiß. Und die Partie wird mit dieser Abseitsentscheidung unterbrochen. Miro Klose. Schweinsteiger am Ball. Mesut Özil jetzt. Das sieht nach einer komfortablen Führung aus, kann sich aber schnell wieder ändern. Zur Pause 2:0. Der Schiedsrichter sagt, es ist alles in Ordnung. Und dann geht's in den zweiten Durchgang. Khedira. Müller. Ja, so kann es weitergehen. Ein wunderschönes Zuspiel. Und Eckball gibt's. Das haben wir durch. Jetzt zieht er ab. Schade, nicht getroffen. Aber der Pass war sensationell. Klasse Zuspiel. Flanke wie aus dem Lehrbuch. Flankenschlagen ist eine Kunst. Manchmal geht es auch daneben, wie in diesem Fall.
Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Jetzt läuft der Ball gut. Sie kombinieren hervorragend. Bastian Schweinsteiger, furchtbarer Pass, Ball im Aus. Beide Trainer haben sich entschieden, frische Spieler brauchen die Teams. Bradley. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Ein sehr schöner Pass. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Dempsey. So sieht das der Trainer gern. Exzellent, exzellent mitgespielt von Bastian Schweinsteiger. Normalerweise tut er viel für die Spieleröffnung, aber hier das, was ihn mittlerweile auch auszeichnet. Das Abfangen der gegnerischen Angriffe. Einwurf jetzt. Stark gemacht. Achtung, schöner Pass. Das könnte Gefahr bringen. Bradley. Achtung! Oh, da wird er sich ärgern. Vorbei das Ding. Und das, nachdem er so freigespielt wird. Der Trainer bringt nochmal einen frischen Spieler. Er kann eigentlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft geleistet hat. Aber er wechselt nochmal aus. Mertesacker. Hummels. Er ist für seine Mannschaft ein wirklicher Abwehrriese. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Da freut sich der Trainer. Gomez. Jawohl, abgefangen. Damit hast du selten Erfolg. Dempsey. Da hat kein Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Der Trainer, er will taktisch noch mal was verändern. Das heißt, er muss etwas verändern und darum wechselt er aus. Gomez. Jérôme Boateng. Müller. Und der kommt genau an. Schöner Pass. Super gespielt, der Ball. Souverän gelöst. Setzt sich schön durch. Geht er rein? Daneben. Bradley. So wollten sie es nicht. Mesut Özil hat den Ball. Das sieht gut aus. Ja, der Pass kommt an. Er steht viel zu weit weg vom Gegner. Schweinsteiger am Ball. Die verstehen sich blendend. Mesut Özil jetzt. Bradley. Ja,
Es gibt Abstoß, weil der Ball ins Tor ausgeflogen ist. Mertesacker. Einwurfmöglichkeit, nicht so weit weg vom gegnerischen Tor. Per Kopfball. Das ist jetzt seine Chance. Da wird der Trainer zufrieden sein. Bradley. So sieht ein ganz, ganz weit weg vom Tor und trotzdem ein klasse Schuss. Er hat sich so einiges zusammengepfiffen, der Schiedsrichter, aber der Schlusspfiff, der war jetzt korrekt.